Eva Spratzhofer, ich komme aus Wien und bin mit dem Film Womit haben wir das verdient da. Worum geht es ganz kurz gesagt in Ihrem Film? Also eine Oberärztin, Chirurgin, Feministin, Atheistin, lebt in einer Patchwork-Familie und ihre 16-jährige Tochter beschließt, online zum Islam überzutreten, trinkt Kopftuch und das ist ungefähr genau alles das, was dieser Frau das Schlimmste ist, was sie sich vorstellen kann. Wie kommt man zu so einer Geschichte? Meine Töchter sind 18 und 20 und vor ein paar Jahren, wo die Mädchen am Anfang der Pubertät waren, waren wir in einer Runde von Eltern, alle mit Kindern kurz vor der Pubertät. Und wir haben uns darüber unterhalten, was wohl das Schlimmste sein wird, was uns in den nächsten Jahren passieren wird. Schule abbrechen, schwanger werden, Drogen nehmen, rechtsradikal werden. Und ich habe gesagt, ich glaube, für mich wäre das Schlimmste, wenn meine Tochter sich entschließen würde, religiös zu werden und ein Kopftuch aufzusetzen. Und nachdem alle mich kennen als eben Atheistin und Feministin, konnten sie sich das gut vorstellen und haben sehr gelacht. Und wenn in einer Komödie der Protagonistin das Schlimmste passiert, was sie sich vorstellen kann, dann ist es immer ein guter Ausgangspunkt. Warum ist es wichtig, so eine Geschichte zu erzählen? Na, ich glaube, jetzt bei dieser Thematik, die so komplex ist einerseits und andererseits aber so aufgeladen, ist es eine gute Möglichkeit, darüber zu lachen. Wir können es alle nicht mehr hören. Sowohl die Musliminnen und Muslime, als auch die Atheistinnen, als auch Leute anderen Glaubens oder auch ohne jedenfalls. Wir werden alle wahnsinnig mit diesem Thema. Wir haben doch vor 15 Jahren gedacht, diese Religionsgeschichte ist irgendwie eigentlich langsam hinter uns und auf einmal kommt sie irgendwie daher mit einem großen Backlash. Auf der anderen Seite haben die linken fortschrittlichen Kräfte dieses Thema komplett den Rechten überlassen, die überhaupt keine Lösungsmodelle haben dafür, nur hetzen und dieses Thema benutzen, ohne Lösungen anzubieten und in Wirklichkeit das gleiche reaktionäre Frauenbild haben wie die Islamisten. Für mich war es total wichtig, eine Komödie zu machen wie so ein Disney-Film, wo die Kinder über was anderes lachen als die Erwachsenen. Bei mir lachen können alle lachen, über unterschiedliche Sachen teilweise, und das verbindet halt auch. Also das ist einfach das, was mir das Wichtigste war, dass man eine Komödie macht, wie so diese französischen Komödien, wo man sich unglaublich gut unterhält und gleichzeitig angeregt wird, nachzudenken. Was für einen Eindruck haben Sie bisher vom Festival und vom Publikum? Ja, ich bin heute erst angekommen. Es ist mein erstes Screening. Ich freue mich sehr. Wir waren bis jetzt in Zürich, hatten dort Weltpremiere. Die Leute haben gekreischt vor Lachen. Das waren die Schweizer. Wir schauen jetzt mal, wie die Deutschen darauf reagieren. Wir sind sehr neugierig. Ich sitze auch in der Vorstellung drinnen, um mir die Reaktionen anzuhören. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, weil so ein Unterschied besteht jetzt auch wieder nicht. Und unsere Hauptdarstellerin Caroline Peters ist ja auch eine Deutsche, sodass es nur bedingt Verständigungsprobleme geben wird. Und wenn Sie den Preis gewinnen, den Heinrich, den Publikumspreis, aber auch den Volkswagen Financial Services Filmpreis, was haben Sie mit dem Preisgeld vor? Haben Sie neue Projekte? Ja, also ich meine, normalerweise steckt man das Geld nicht direkt in die Projekte, weil dazu gibt es die Filmförderung, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, weiterzuarbeiten. Also das Problem für Filmemacherinnen und Filmemacher ist ja immer, dass man die Zeiten überbrücken muss, bis ein Projekt finanziert ist, wo man leben muss. Eben meine Töchter sind 18 und 20, die interessiert das Nüsse, ob ich jetzt da gerade irgendwelche Einkünfte habe, die wollen dann ihre Sachen finanziert haben. Und ich glaube, das vergisst man immer wieder auch ein bisschen, dass die Filmemacher und Filmemacherinnen zwar auf einen Schlag Geld verdienen, aber dazwischen wahnsinnig lange Zeit. Aber so ein Film dauert 2 bis 3 Jahre. Und da ist es immer ganz gut, wenn Preise nicht nur Anerkennungspreise sind, sondern auch dotiert sind. Und das ist eine große Challenge hier. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Viel Spaß mit dem Braunschweiger Filmfest. Danke, das freut mich sehr.